100 lustige Wege, in Astrobot zu sterben. Meine lieben Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. RedMC, schön, dass ihr mal wieder am Start seid. Und ja, da let's go das Häschen, würde ich sagen. Er wurde erstmal von einem Bunny, gekillt. Und ja, es geht um Astrobot, meine lieben Freunde. Und ich dachte mir, ich habe ein interessantes Video dazu gesehen. Und ich habe auch schon generell ein bisschen was zu Astrobot gesehen. Es ist ein neues Spiel, was für die PS5 rausgekommen ist. Da wurde er erstmal elektrisiert. Und ja, ich finde es sehr spannend. Es hat ein bisschen Parallelen zu Mario. Ich finde es eigentlich ziemlich nice. Ich habe selber leider keine PS5, kann es nicht spielen. Aber ich kann mir lustige Wege oder wir können uns lustige Wege angucken, wie man hier sterben kann. Perfect. Running into a spiky ball. Letting go, okay. Und hier sehen wir auch nochmal einige Spielmechaniken, die es hier im Spiel gibt. Smoshed. Aha, oder smooshed, wie auch immer. Ja, Grüße gehen raus an Master of Hyrule, auf dessen Video ich hier gerade reagiere, der das hier zusammengestellt hat. Vielen Dank. Ah, da ist er erstmal eingefroren. Let it go. Geile Einblendung. Ja, Leute, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wer von euch... Ah, Spiked Enemy. Wer von euch hat Astrobot und wer von euch hat das gespielt? Weil das ist gerade so ein Spiel, was wirklich im Hype ist. Das erinnert mich zum Beispiel Mario Galaxy, diese Eispassage voll. Was ist das denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das denn? Sind das Pillen? Sind das einfach Pillen? Getting bullied. Einfach gemobbt werden, Leute. Von irgendwelchen Affen, Alter. Schreibt mal gerne wirklich in die Kommentare, ob ihr dieses Spiel habt. Würde mich sehr interessieren, ob ihr es gespielt habt. Ob ihr es bei irgendwem schaut. Weil es... Ich finde es ziemlich nice, Mann. Schade, dass ich selber keine PS5 habe. Ja. Das erinnert auch voll an Mario Galaxy. Holy shit. Ich müsste mir eigentlich wirklich dieses Spiel mal zulegen und eine PS5 auch. Sumo Wrestling erstmal wieder weggekickt. Aha, aha. Los! Hau ab von dieser Riesenhand. Big Gorilla Head. Ach, ist das geil, mein lieben Freunde. Ja, falls ich mich ein bisschen erkältet anhöre, tut es mir leid. Boah, was ist denn das für ein Riesenaffe da? Wird er erstmal weggesmashed, Digga. Losing my ball. Okay, okay. Auch übel Mario Galaxy, ey, die haben sich wirklich an Nintendo inspiriert, Digga. Holy shit. Kann man das langsam schon als Copyright Strike ansehen oder irgendwie so? Oder Copyright Claim, Urheberrechtsverletzung. Weil die Ideen wurden ja quasi übernommen, voll viele. Oh nein, da bist du ja von der Banana runtergefallen. Oh mein Gott, was hier alles abgeht, meine lieben Friends. Holy shit. Ja, Leute, was ich eben sagen wollte, falls ich mich ein bisschen kränklich anhöre, tut es mir leid, weil ich bin, glaube ich, ein bisschen erkältet. Falls es sich nicht so anhört, umso besser. Oh, es gibt auch sogar so Bomben, die sich an dich festklammern und dann explodieren die nach einer Zeit. Erinnert so ein bisschen an so Haftbomben, ne? Kennt man, glaube ich, aus Splatoon zum Beispiel auch, ne? Aber auch aus sehr vielen anderen Spielen. Stomach Acid. Oh mein Gott. Magensäure. Sind die da einfach in der Magensäure? Geil, einfach mit Magensäure gestorben. Ich finde generell, Leute, ich habe diese Art von Videos habe ich erst seit kurzem irgendwie entdeckt und ich finde das richtig, richtig lustig. Und auch sehr aufschlussreich, was so alles im Spiel so passieren kann. Und was ist einfach mit Frisbee? Denn alles im Leben kommt zurück wie ein Frisbee. Genau. Alles kommt weg im Leben so wie ein Frisbee. Ja, ich finde das ziemlich nice. Wir müssten das eigentlich auch mal mit anderen Nintendo-Spielen machen. Lasst dafür einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr das auch sehen möchtet. Ja, das gibt es auch noch bei diversen Nintendo-Spielen. Vielleicht sehen wir da... Oh mein Gott. Ja, alles im Leben kommt zurück wie ein Frisbee. Oh mein Gott. Wie heißt der Rapper, Leute? Wie heißt der Rapper nochmal, der das gerappt hat, der in die schlechtesten Deutschrap-Lines reingekommen ist? Frisbee kommt wirklich zurück. Oh mein Gott. Das haben wir jetzt hier auch gelernt. Sawblade. Oh mein Gott. Bam. Ja, es gibt so viele Parallelen zu Mario-Spielen. Holy shit. Leute, spendet mal rein, damit ich mir PS5 kaufen kann. Nee, Spaß. Natürlich Spaß, Junge. Es ist ja auch vor kurzem mit PS5 Pro. Einfach scharf gezeigt. Die PS5 Pro angekündigt worden. Und ich glaube, 700 oder 800 Euro oder Dollar. Wie viel auch immer. Es ist unfassbar viel. Unfreezing the water. Ah, okay. Und dann erfrierst du einfach im Wasser. Unfassbar viel, Leute. Was haltet ihr dazu? Könnt ihr auch mal eure Meinung zu raushauen. Ich wusste mir auf jeden Fall nicht. Ich habe aktuell auch nicht das Geld dafür. Construction Workers. Ah, und dann wird er wieder elektrisiert. Aha, aha. Was geht denn da ab? Oh mein Gott, man kann einfach so Zeitlupe machen. Bam. Ich dachte, er wird mehr weggeschleudert. Ich dachte, er wird mehr weggeschleudert. Slow Motion Spinball. Aha, aha. Einfach gewartet, bis er gehittet wird, Alter. Ran out of time. Ja, das gibt's ja auch in genau. Mario-Spielen. Es gibt auch diese Plattformen, die mal erscheinen, die mal weggehen. Das erinnert auch daran. Cleaning out with the cards. Alter, diese Ideen, die umgesetzt wurden. Jumping into Lava. Oh mein Gott, wie krass sieht diese Lava bitte schön aus. Und dann bist du in Asche direkt verstaubt oder wie auch immer man es sagt. Bam, da wurdest du gehittet. Alter, was ist denn das für ein Monster da hinten? Electric Guitar. Ah, guck mal hier. Das Monster erinnert mich an... Kennt ihr diesen einen Film? Nö. Keine Ahnung, wie der heißt.
dieser eine Film von Riesen, dieser Riesenroboter, dieser Riese dort. Hilf mir mal auf die Sprünge, Leute. Wie heißt dieser Film? Haut's einen Chat raus, lieber Livestream-Chat. Flamethrower. Wurde erstmal erhitzt. Und, oh, dieselbe Animation, wie wenn man in die Lava fällt. Aha. Also Feuer ist einfach genau dasselbe hier am Start. Quicksand und ein bisschen im Treibsand verschollen. Ey, das ist voll im Mario Odyssey. Oh mein Gott. Snake Venom. Ihr kennt doch noch das Wüstenkönigreich dort. Und dann diese Sphinx. Aber das ist doch nicht diese Sphinx. Das war irgend so ein Ding, das sich attackiert hat mit so Fäusten. Falls ihr es noch wisst. Oh mein Gott, da wird man einfach weggehittet. Slide of Doom. Okay. Einfach in den Gegner reingeslidet. Schon nice. Alter, kann man sich einfach Haare machen? Ein Roboter mit Haaren, Leute? Okay. Muss man auch nicht verstehen. We're sinking, oh mein Gott. Und ertrunken. Indiana Jokes. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das sind aber auch ein bisschen an Donkey Kong, ne? Ich glaube, in Donkey Kong gab es sowas. Oh, da wurde platt gemacht erstmal. Erinnert an Mario Kart. Junge, es gibt so... Ich kann euch direkt sagen, was mich das alles erinnert. Das war, glaube ich, Luigi's Mansion, obwohl ich es noch nie gespielt habe. Mit diesem Sauger. Habe mich erst daran erinnert. Deflating. Oh nein! Ja, das erinnert mich an Yoshi aus Mario Galaxy. Wie er seine Puste verliert und man dann stirbt. Aha, jetzt hier irgendwie in so einem Sumpf. Giftsumpf. Oh mein Gott, Alter. Wie schnell kann man bitte Messer schmeißen? Ich kann das selber nicht, Alter. Wie ist das möglich? Super Volcano Eruption. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie das aussieht. Gibt es dort auch so Welten wie Mario? So mit Welt 1 bis 8 oder so? Dass Welt 8 irgendwie so Lava-Welt ist und so? Mal switching Rails. Ah, das Prinzip kenne ich von Ratchet & Clank. Leute, wer kennt das noch? Wo man auch auf diesen Schienen gefahren ist, immer rüberspringen musste. Oder auch in Donkey Kong. Mit den Loren. Oh mein Gott. Miss the Grab. Ja, das hat das nicht mal geschafft. Jo, Leute, wir sind schon bei 76 schnell. Geht das hier bitte? Didn't make the jump. Ja, das ist natürlich blöd. Crushed into spikes. Bam! Das war ein bisschen an Fortnite. Ey, poppt! Ey, da haben die sich angelehnt an Loco Roco. Leute, da muss ich eine Anblendung machen von Loco Roco, wie ich das damals auf dem Zweitkanal gespielt habe. Macht einfach so viel Spaß. Oh mein Gott, schaut sich mal an, wie süß das alles hier ist. Das erinnert voll daran, Digga. Du bist einfach so diese süße Kugel. Und du musst einfach durch die Landschaft stolzieren. Shocking Skulls. Oh mein Gott. Ey, diese Bosse sind doch brutal hier, Alter. Lost the Soccer Match. Ist er vom Fußball weggehauen. Holding the Bomb. Okay, okay, okay. Explosierst du dann einfach? Wartest du, bis du explodierst? Einfach verschollen. Going for the Gold. Bam. Wollt ihr eine Gold können holen, aber bist dann gestorben. Das Icy Breath. Aha. Erstmal zum Eiswürfel geworden und dann erstmal auf Easy verreckt, ja. Aha. Ja, schön. Alles mit Eis. Being too close to the explosion. Ja, dann schiebt man natürlich auch. Homing Missiles? Was ist das denn? Was hat's denn damit? Oh mein Gott, so Bomben, die dich verfolgen, Alter. So mit Zielerfassung. Das erinnert auch ein bisschen an Splatoon 3 oder an Splatoon. Okay, Eruption. Aha, mal auf eine andere Art und Weise. Ja, das erinnert auch irgendwie auch an 3D World, ne? Irgendwas ist da in meinem Hinterstübchen. Bounced off the right. Aha. Cobra Split. Ah, einfach eine Cobra, Digga. Oh mein Gott, da bist du einfach zum Skelett geworden. Habt ihr es gesehen? Du bist einfach, alles ist weggeätzt. Ja, und wahrscheinlich hat ein Roboter ein Skelett, oder? Also übel der Logikfehler. Das ist natürlich geil. Frozen in Mid-Air. Look behind you. Aha. Ja. Und dann bist du erstmal verpufft into Jello. Jo, das sollte man natürlich nicht machen. Cornered! Warum hat er ein Hühnchen auf seinem Rücken, Alter? Unfassbar, ich kann dieses Spiel einfach nicht spielen, weil ich keine PS5 habe. Es ist einfach nur traurig. Deswegen versuchen wir uns hier so zu unterhalten. Das erinnert an, ja, sagt's. Fall Guys, so Minispiele. 100%. Oh mein Gott, es gibt sogar ein Spaceship. Aber bei Astrobot gab es sogar zu Anfang der PS5 gab es sogar so ein Spiel, ne? Swallowed. Einfach mit dem Gaumen, oder wie heißt das? Ne, nicht Gaumen. Hä? Oh, Bonusclip! Okay, was macht er? Das endet aber auch voll an Galaxy, Digga. Und das war's, meine lieben Freunde. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Dieses Video hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, checkt in der Beschreibung das Originalvideo ab, teilt das Video gerne, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Danke an alle Member und klick auf dieses Baba-Video hier, du wirst es nicht bereuen.